Was ich auf jeden Fall weiß, in The Forest 2 soll das Bausystem irgendwie richtig geil sein. Habe ich Okay. gelesen. Vielleicht. So, schauen wir mal, ob das überhaupt der Norm entspricht. Ja. Hast das alles? Gut, ist das denn was für ein Holz ist das denn? Es ist ja, Kirschholz, besonders robust. Kirsch. Oh, Kirschholz. Ist es dann auch gerecht behandelt, oder? Ja, ich habe das vorher mit Öl eingerieben. Ah, okay. Ja, also mit Okay. Kerzenlicht und so. Das Ganz müsste solide. eigentlich. Passt, ja. Ja. Passt. Ein Dach fehlt halt, also theoretisch. Nee, also man lebt hier drunter. Das ist das Dach. Ich habe gerade Ach recht. so. Ah. Ja, genau. Was? Oh, Lucy Da in kam auf Gefahr. einmal ein Mann aus dem Wald und hat mich angesprungen. Oh, gruselig. Ah, das war nicht ich. Nee, sah aber so aus wie du. Seht ihr? Oh! Oh Gott, da sind ja ganz schön viele. Oh! Ey, hallo? Das ist ja laut, Junge. Komm her. Komm her. Yeah. Bumm. 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 Schmeckt meine Keule, Junge. So, der ist Schön von weg. beiden Seiten, Ares. Sehr schön. Oh, sorry. Und ab aufs Feuer mit ihm. Komm her. Nee, ich wollte nur Hasenfallen bauen. Er wird gegessen. Nee. So, so einer Also, bin ich die nicht. zappeln ja noch. Ich will nochmal nachlegen. Mir nicht noch mal so ein. Das sieht so schlimm aus, ey. Du hast das Walkie-Talkie jetzt gezückt. Auf Kuh, du hast doch auch. Puh. Hä? Scharf, auf Scharf. Hallo, Aris, hörst du mich? Hallo, ne, da kommt nichts durch. Muss ich irgendwas drücken noch? Ich glaube, es ist in den Einstellungen deaktiviert. Ja. Stimmt, das hatte ich ausgemacht. So. Stimmenzahl 128. Ja, ist die Kompression. Das heißt Stimmenzahl? Nein, die haben das natürlich falsch übersetzt. Da war doch auch irgendwas anderes mit. Ich glaube, die hatten Keywords mit Schlüsselwörter, glaube ich, übersetzt. Geil. So, pass mal auf. Ich baue mal hier so einen Unterschlupf. Dann kann man hier auch speichern. Nachwachsende Bäume aus. Ich muss mehr. Kaninchen braten. So, das brauchen wir wieder. Schlüsselbindung. Schlüsselbindung, genau. Ey, ist ja schlimm, wie schnell der entleert immer seinen Darm, ohne dass ich das mitbekomme. Die Ja, Hose ja. muss so voll sein. Schauen wir doch mal. Der Ares, alles gut? Ja, die ist ganz schön voll. Erstmal eine Nase Ach voll so, genommen. verstehe. Oh, Feuer, da hinten kommt ein Häuptling. Ein Oh nein. Häuptling? Aha. Okay. Hör mir zu, wir kommen in Frieden. Er kommt jetzt so an. Ich bin Propan. Ja, ich bin Propa. Oh, hinter dir. Ich habe Glasperlen mitgebracht. Ist der weggerannt oder was ist mit dem passiert? Oder habt ihr den Ja, schon ja. getötet? Okay. Au! Der ist weg. Damn! Der Schmierige, ey.
Kleiner Michael Jackson. Verdammt, ey, man sieht halt gar nichts. Ach komm, ich bin schon wieder am Brennen. Aua, 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 aua. Und jetzt wird's Tag, oder wie? Willst du mich verarschen? Okay, das ist fertig. So, wie hat das denn das aktualisiert? Was? Schon wieder? Ja, schon, ja. Da vorne kommen sie schon wieder an die. Wie sind die laut heute? Komm her! Rennt einfach durchs Feuer. Ach so, ich glaube, das hieß, erforsche die hängende Höhle weiter. Ah, aber das obere ist durchgestrichen. Bei mir halt nicht, ich weiß noch nicht ganz warum. Aua. Womit? So, erforsche die hängende Höhle, also da ist nur, erforsche die hängende Höhle durchgestrichen, ist weiter nicht. Ja, das ist wahrscheinlich ein Fehler. Okay. Also denke ich mal, weil was soll weiter heißen? Mal bei mir steht. Weiter. Erforsche die hängende Höhle ist bei mir jetzt auch durchgestrichen, weiter nicht. Aber erkunde die hängende Höhle ist nicht durchgestrichen. Ja. Wieso ist das überhaupt zwei? Also wieso ist es separat? Verstehe ich nicht. Nein, da war schon wieder ein Häschen. So, aber konnte ich jetzt hier nicht irgendwie. So. Dass man da wie so eine Tür reinmacht. Also rechts und links kann man, aber hier über dem mittleren Teil ging irgendwie nicht. Weil es so schief war. Ach so. Oder so an der Treppe. Na gut, man kann ja das vielleicht auch einfach so offen lassen, wenn man hier vorne noch was baut. Ja. Aber mach's nicht zu aufwendig. Ich glaube, lange sind wir eh nicht hier. Kriegen wir hin, wir sind zu dritt. Ja, hör mal. Die 85 Baumstämme. Ja, das muss man ja nicht immer alles gleich fertigstellen. Wir können das ja so peu à peu machen. Ja, so Pi mal Daumen. Pi mal Daumen. Boah, ich bin die größte Hasenjägerin auf dem Planeten. Ich komme wieder zurück. Jedes Mal, wenn ich denke, jetzt habe ich ihn, rennt der weiter. Und es sind aber drei Hasen vor mir weggelaufen. Jetzt fühle ich mich verarscht. Ich kann los, okay. Ne? Also zu mir kommen die immer. Die springen mich direkt an. Ja, so, ne, so ein sagen, Killer, töte mich. Killerkaninchen. Oh, in deiner Falle ist ein Häschen. Echt? Okay. Oh, den kann man einfach in die Hand rausnehmen. Oh, oh lol. Echt? Und was mache ich jetzt damit? Weiß ich nicht. Oh, pass auf, wir bauen ein Hasengehege. Schieß ihn mal an. Warte. Rausgelitschen. Oh, oder schlag ihn mal. Oder? Nein. Oh, ich habe durchgeschossen. Oh Gott. Ich kann ihn ablegen. Kann ich das hier wieder hochmachen? Kann ihn abnehmen. Hä? Das ist mein Hase. Letztes Mal ist er uns ja entkommen. Oh, sieht so niedlich aus. Oh. Ja, was mache ich jetzt damit? Du fragst, kannst du ihn ins Feuer legen? Oder ist der schon tot? Ja, stimmt. Ist nicht. Ist halt das Komische. Weil du kannst ihn halt nicht. Mal gucken. Ich kann ihn direkt hier aufhängen. Nee, doch nicht. Das ist was anderes. Oh, aber ich hab noch. Kann ich ihn mal ablegen? Ich mein. Kannst ja versuchen, ich ziel einfach mal. Oder ich versuche einfach drauf. Warte mal, nee, das funktioniert so nicht. Boah! Oh, ist okay. Der schnell! Alter, der ist ja noch schneller als ein normaler Hase. Okay, ich habe ihn leider nicht getroffen. Aber wie soll man das denn dann machen? Soll man einfach ich check's auch noch nicht so ganz. Okay. Ja, vielleicht einmal in die Falle schießen, aber das fände ich auch sehr komisch. Ja, dann geht ja die Falle kaputt. Ja. Wo ist meine Falle eigentlich jetzt schon wieder? Ich habe schon wieder die Orientierung verloren. Vorne. Wir sind halt echt viele Oh, da ist wieder was in meine Falle gegangen. Ach, jetzt ist so schnell? Ja. Nicht, das ist einfach, warte mal. Wenn ich jetzt da drauf
Kann man. Nice. Oh. Man kann ihn durch das Gitter hindurch töten. Nice, okay. Dann kann man die Falle wieder hoch machen. Also hier fallen macht echt Sinn. So bei unserem Hauptcamp ist anscheinend nichts los. Aber hier. Ja, dann manchmal direkt noch eine daneben. So. Dann packen wir hier noch was drauf. Zack. Ah, sieht doch ganz schick aus. Ist aber auch alles voll mit Hasen. Finde ich gut. Aber hier kommst du jetzt. Ah, doch, klappt. So, dann hol ich nochmal Stöcke. Ich habe hier irgendwie Probleme, Stöcke zu finden, weil hier diese Büsche nicht so krass sind. Stoppen? Ich weiß gar nicht, ob ich Gebäudeschaden anhab. Kann man das deaktivieren? Ja. Wenn nicht. Weil das nervt schon hart, wenn die das jedes Mal kaputt hauen. Ja, dafür habe ich doch extra den Reparaturstock. Ach so. Nee, aber, nee, mach. Oh, jetzt ist meine Wir bauen einfach so ein Baumhaus und dann kommen die Dudes so von unten, hauen da einmal gegen den Baum und dann stürzen wir immer in den Tod. Ja, ja. Kann man Baumhäuser bauen? Ja, oder? Ja. Okay. Wir können ein Baumhaus bauen und dann so ein 5 Quadratkilometer weit einfach so Holzstacheln auf dem Boden. Nice. Was richtig cool wäre, so ein Baumhaus mit so Seilrutschen und sowas. Mhm. Ja. Volles Netzwerk aus so Baumhäusern. Kann man ja hier machen, nice. Dass man hier in das Haus reinrutschen kann. Wir haben zwar ja jetzt schon eine... Aber wie kommst du raus? Durch die Tür hier? Achso. Der Stockbeutel, ey, der ist echt praktisch. Stockbeutel. Da braucht man 3 Hasen. Ja, darum, ich baue gerade schon so ein paar neue Fallen, weil... Hier scheint das echt gut zu klappen. Und rein damit. Noch eine hin. Was würdet ihr denn auf eine einsame Insel mitnehmen? Das ist eine sehr gute Frage. Habe ich da dich gehört? Ja. Nur was zum Essen brauche ich doch. Ach so. Ich würde eine Grafikkarte mitnehmen. Grafik. Diese Grafik. Und zwar die neue. Also 95. Ja? 95. Wie viel darf man denn mitnehmen? Du darfst 3 Sachen mitnehmen. Okay. Also einmal würde ich, glaube ich, irgendwas, so eine Art Werkzeug, so Messer oder sowas. Multifunktionswerkzeug. Genau, dann vielleicht ein Kompass oder so. Ich weiß nicht, ob der mir irgendwas bringen würde. Also zumindest zur Orientierung. Mhm. Und ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich nehme einen Schiffscontainer voll mit Snacks mit. Ja, du kannst halt auch sagen, du nimmst halt irgendwie eine Campingausrüstung oder sowas mit oder Zelt. Das wird dir halt auch voll was bringen. Ja. Vielleicht halt so, also eben so nützliche Sachen. Also, ja, ist halt eine komplette Ausrüstung an Kleidung ist ja quasi dann auch nicht ein Teil, oder? Schwierig. Ja, also es zählt schon, also zum Beispiel so eine Ausrüstung, wo jetzt ein Zelt und ein Schlafsack und ein Campingkocher oder so drin ist, das würde ich jetzt nicht als eine Sache zählen. Mhm. Also die 3 Sachen sind jeweils eine Sache. Mhm. Okay, sag mal, du darfst 5 Sachen mitnehmen. Okay. Mhm. Bei dir, Lucy? Ja, halt eben sowas halt, ne? So irgendwie ein Zelt, dann eben, ne, eben so ein, ne? Irgendwie ein Schlafsack oder sowas. Also auch so ein Multifunktionsding, halt irgendwas, was man halt, womit man halt dann überleben kann. So. Wenn ich Essen mitnehme, das ist halt weg. So. Ja. Oder halt so manche Leute, die dann sagen, ja, zum Beispiel, keine Ahnung,
ein Buch zum Lesen oder sowas. Ja, was willst du damit, ja, ne? Das ist halt das. Ja, wobei, so ein Buch, wie der hier hat, so was ähnliches, so Pflanzen identifizieren oder so, oder... Ja, so was ist... Oder Wände bauen aus Baumstämmen. Ja. Ja, aber halt so, also es gibt's ja tatsächlich, so Anleitungen, wie du ein Feuer machst oder sowas, oder ja. Regenfänger, oder so Dunstwasserzeugs und sowas. So ist er tatsächlich gar nicht so. Oh, da kommt schon wieder ein Häschen. Ich hab's genau gesehen. Wow! Oh, es ist tatsächlich noch da. Sorry. Ups. Dein Haus. Da ist eine Wand runtergerissen. Echt? Ja, hier die. Die war schon voll. Nein, ernsthaft? Ja. Oh yeah. Nee. Krass, hat mir tatsächlich Schaden gemacht. Ich dachte, es funktioniert nicht. Ich dachte auch. Ich weiß halt nicht, ob ich das jetzt einstellen kann. In den Gameplay. PvP Spielerschaden aus. Ja, aber hast du Zerstörung an Gebäuden? Ah ja, hatte ich an. Jetzt habe ich es ausgemacht. Okay. Was würdest du mitnehmen? Ich... Also eine Grafikkarte. Grafikkarte auf jeden Fall. Aha. Und halt alle anderen PC-Teile. Ach so, und wenn du keinen Strom auf der einsamen Insel hast? Dafür nehme ich meinen Hamster mit. Ah, okay. Hä? Jetzt ist der... Ach so, er fällt, okay. Ja, und dann so ein Laufrad und dann würde ich den halt mit Energy Drinks füttern und dann... Müsste das ja ausreichen. Ja, ich nehme noch was. Darf ich aber noch was anderes mit? Ich nehme den Anzug von Crysis mit. Nice. Crysis, ey. Crysis war auch so ein geiles Spiel, ey. Wie ist das da eigentlich? Da gab es doch mal irgendwie dann auch. Irgendwie ein Remake oder so oder ein Remaster? Ich glaube, es gab ein Remaster von Crysis 2, oder? Genau, aber. Vom ersten. Okay. Und dann ist aber nie wieder was gekommen, ne? Also auch ein neuer Teil nicht oder so. Nee, das war richtig schlecht. Das haben die ein bisschen verkackt. Aber ich glaube, ein neuer Teil ist schon. Haben sie schon angekündigt. Echt? Mhm. Oh. Warte mal. Ich glaube, hier hast du eine Wand direkt vor die Wand mit der Tür gebaut. Also zwei übereinander. Ja, der hat die... Oh. Kann ich die jetzt einzeln abreißen? Ja. Der blöde Vogel! Okay. Hey, habe ich die Tür falsch rum platziert? Ich habe die Tür falsch rum platziert. Nein! Das können die uns von außen einsperren. Genau, die sperren uns ein und nicht wir die aus. Also geil. Oh nö. Das ist natürlich ungünstig. Ja. Was kann man in so einem Garten eigentlich anpflanzen? Du kannst bei manchen Pflanzen die Samen einsammeln. Mhm. Ich glaube, die kannst du dann da pflanzen. Ich konnte es aber bisher nicht. Ich glaube, da brauchst du noch irgendein Werkzeug für. Okay. Was hindert die dann eigentlich? Also die können doch dann einfach hier reinlaufen, oder? Oh, ich kann schon wieder nichts da drin. Wo reinlaufen?
Hier über den Stein, wie wir immer hier reinkommen. Ja, das wollte ich dann später vielleicht noch zubauen. Okay. Aber ich merke auch gerade, ich habe auch hier die Tür wieder falsch platz. Ah, nee. Man kann sie noch geht, umdrehen. Die geht. Ah, okay. Ich kann schon wieder nichts an diesem Trockending platzieren. Könnt ihr da was dran packen? Yay. Könnte man nicht auch ein größeres bauen oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Haben wir drüben nicht größeres stehen? Dann haben wir da auch noch diese. Oh, ich habe es repariert. Okay. Oh, Leute, jetzt kann ich was hintun. Ach, vielleicht gehen die auch irgendwie mit der Zeit kaputt und dann kann man. Ah, nee, warte mal, das ist das Klein. Ach, darum kann ich das nicht. Dieses, immer noch das Feuerzeug ausgerüstet. Kleintierfleisch oder? Kann man ja nicht da dran packen. Boah. Kohle hier auf dem Feuer. Lecker. Nee. Nee. Oh, ich glaube, eine Hasenfalle hat's erschlagen von einem Baum. No! Die arme Hasenfalle. Jetzt immer wieder welche reinlaufen. Warte mal, ist hier auch eine doppelte Wand? Ich weiß auch nicht, ob die reinlaufen, wenn es halt nicht mehr nee, so im Wald glaube steht. Nicht. Doch, doch, hier, schau, ist auch doppelt. Oh. Hä? Hier doppelt? Aber wie ich kommt glaube, das? Weil oben ist noch einmal. Das sind schon Bäume von der anderen. Also ich kann nicht durchlaufen, das heißt, eine ist schon fertig. Aber oben ist noch ein Bauplan offen. Ja. Der eine ist. Aber ich weiß halt nicht, wo der herkommt, weil das Gebäude ja, hier. Ja. Ah, okay. Ja. Na gut. Dann passt das ja. Wofür ist denn ein normaler Beutel? Also steht einfach nur Beutel. Vielleicht. Weil. Also Beutel, Beutels, Beutelses. Beutlin. Ja, das ist Beutel richtig gegendert. So, zack. Wie langsam die Flügel. Die Vögel neben einem her. Die Flügel neben einem her fliegen. Stimmt, warum heißen die nicht Flögel? Die Flögel. Wer kennt sie wie nicht? Kann man im Busch essen? Alter, dieser Sound auch von diesen Riegeln. Lol. Da schwimmen irgendwie Enten oder sowas. Ah, warte, ich glaube, mit dem Beutel kannst du bestimmte Sachen einsammeln. Okay. Auch von, also so Bären und sowas. Wie baut man die denn? Hä? Okay, ich glaube, das hat nicht so gut funktioniert. Wie macht man den Beutel? Zwei Hasenfelle. Shit. Kann man tauchen? Hallo, kann man. Ja. Nice. Ich habe hier so ein paar Enten erstochen, die fliegen irgendwie nicht weg. Okay. Wenn man die angreift. Und tauchen kann oder die hier jemand so ein Lied singen. Okay. Oh, hier ist so ein Aus. Wie bitte? Und auch, ja. Hallo. Ja. Oh, nice, hier ist so ein Ausguck ja in dem Lager von denen, wo man mit einem Seil hochklettern kann. Okay. Kann man von oben runterballern. Oh, wie viele Hasen hier schon wieder rumlaufen? Zack, zack. Was können wir denn mit dem Kochtopf machen? Können wir irgendwas Leckeres kochen? Kannst du Baumharz mitsammeln? Mhm. Also kannst du so an Bäume ranpacken.
Wasser kann man, glaube ich, damit nicht sammeln, oder? Ich glaube, also, du kannst Wasser damit kochen. Kochen, genau. Oh, dann können wir jetzt hier Wasser abkochen. Für das Trinken. Ah. Die Nudeln. Mein Schlauch hier ist fast leer. Hey, wie lange braucht das denn, um zu trocknen, das blöde Fleisch? Hä? Also ich konnte mir gerade ein getrocknetes abpflücken. Echt? Also, hier habe ich halt mit dem... Da steht... Oh, ich bin auch doof. Ich gucke nur auf frisch. Hier im Wasser, im Teich sind Koffer. Wie soll man die denn aufmachen? Kann unter Wasser, glaube ich, schlagen. Ich konnte nicht. Jetzt irre ich mich auch. Aber vielleicht willst du das auch gar nicht haben, was da drin ist, wenn es unter Wasser liegt. So schöne, aufgeweichte Klamotten. Ich bin jetzt nicht draußen. Zack. Zack. Oh. Alt wird doch langsam. Nein. Ich brauche mehr Baum. Shit. Das ist doof, hier liegt so gebrannt, verbranntes Fleisch im Feuer und man kann nicht erkennen, welches jetzt das Frische ist und welches das nicht mehr ist. Einfach essen. Das Beste kommt zum Schluss. Der Rand hier ist zu steil, ich kann ihn nicht rausschieben. Oh Mann, ich will wissen, was in dem Koffer ist. Habt ihr eigentlich noch was mit Holz, also so eine Blaupause gebaut irgendwie? Weil wir brauchen noch 53 Holz und ich bin ja eigentlich gleich fertig mit der Hütte. Im anderen hatten wir noch, ja. Ich habe jetzt so einen Beutel, was kann ich damit machen? Nichts rausgefunden. Es gibt so Giftbären, ich glaube, damit sammelst du die. Die kannst du sonst nicht direkt. Also die könntest du sonst nur essen, glaube ich. Schneebären. I see. Kann ich nur essen. Oh, shit. Hier ist zugesperrt. Jetzt komme ich nicht mehr raus. No. Warte. Ja, wo seid ihr ja, eigentlich war alles noch. Ah, jetzt. Mal versuchen. Okay. Haus ist fertig. Haus ist fertig? Aha. Dann muss ja nur noch ein Dach rauf. Ne, Aris? Wir haben hier so richtige Zellen. Ja, das sind so, da kommen Schränke rein einfach. Snackschränke. So, hier. Zack. Schränke. Lol. Schränke? Mein Kochtopf ist weggeflogen. Okay. Weiß gekocht. Hier. Großer Schrank. Dann versuchen wir das halt noch mal. Wir sehen.
Verdammt, verdammt. Ja, das passt. Zack, und dann hier noch einer. In der Mitte. Halt. Das hast du zugemacht, du Penner. Mach die Tür auf! Ja, nach oben. Alter! Junge, ey. Ein richtiges Nachtgespenst. Macht ihr denn das schon wieder? Mach auf! Ich hab ganz kurz aufgemacht. Sag mal, isst du da einen Knoppers draußen oder was? Knoppers! Alter, wie du da oben gekniet hast, ey.